Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen die TSG Ludwigshafen-Friesenheim. Endstand vor 2392 Zuschauern 36-23. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte ihn um sein Statement. Ja, erstmal Glückwunsch an meinen Kollegen zu dem völlig verdienten Sieg. Und ja, ich bedanke mich bei allen mitgereisten Friesenheimer Zuschauern und natürlich dann auch war eine tolle Stimmung heute in der Halle. Oh, das halt da draußen. ja, wir haben es nie geschafft, die zweite aufgebauten Angriff, eine ordentliche Abwehr hinzustellen, haben unsere Torhüter da häufig allein gelassen. Einfache Kreuzbewegungen, die wir so durch Foul unterbinden wollten, haben wir nicht unterbunden und so ging es dann relativ schnell. Mitte zweite Halbzeit hat meine Mannschaft sich aus meiner Sicht früh aufgegeben oder beziehungsweise nicht mehr ergebnisorientiert gespielt. Über 60 Minuten hatte man das Gefühl gehabt, dass wir hier was verlieren können. Dem sehe ich nicht so und deshalb bin ich da schon enttäuscht, dass dann das Ergebnis so zustande kam. Vielen Dank, Robert. Wie hast du die vergangenen 60 Minuten gesehen? Ja, erstmal danke und schönen guten Abend. Wir wussten, das hat man auch am Anfang gesehen, dass es ein schweres Spiel wird. Gute Mannschaft. Wir haben zwei Wochen nicht gespielt. Ich fand unsere erste 15, 20 Minuten Angriffsleistung sehr gut. Wir waren gut vorbereitet. Wir wussten, dass Friesenheim hat eine große, starke Abwehr. Die wollen rauskommen, wie wir gesagt haben, Freiwurf machen und so weiter. Aber das haben wir super gelöst mit schnellen Beinen, viel Bewegung und so weiter. Wollen wir auch machen. Damit bin ich sehr zufrieden. Mannschaftsleistung, auch individuelle Leistung von Stanowski, Zusammenarbeit mit Tümmler, das war super. Abwehr war okay, aber die erste 25, wir kamen nicht so richtig ran selber und haben auch nicht diese einfache Tore übergingstöße. Zweite Welle wurde auch nach 15, 20 Minuten viel, viel besser, fand ich. Und dann kam auch diese Führung mit 5, 6 Tore zur Halbzeit. So. Gute Halbzeit für uns, taktisch fand ich von unseren Spielern, die haben, was wir gesehen haben, was wir auch darauf vorbereitet haben, sehr gut umgesetzt. Damit bin ich sehr zufrieden und dann ja noch mehr zufrieden in zweiter Halbzeit, weil da haben wir vor allem letzte Saison oder auch diese, wenn wir ein paar Tore in Führung gehabt haben, immer Mannschaft rangelassen und so weiter. Jetzt haben wir weiter marschiert, sogar besser gespielt, Führung aufgebaut und das wollten wir auch machen und auch müssen können. Also zweite Halbzeit war auch super für uns. Da kam alles noch mehr zusammen. Abwehr, Gegenstoß, zweite Welle und immer diese, was uns gefehlt haben, dieses Zusammenspiel, also Mannschaft, aber auch individuelle Stärke. Und das war richtig gut heute. Danke, Robert. Stefan, dein Fazit bitte. Ja, Robert hat ja, glaube ich, nahezu alles schon vorweggenommen. Also ich freue mich auch wirklich sehr über das heutige Spiel. Ich freue mich vor allen Dingen, dass man wirklich eine Entwicklung sieht in der Mannschaft, die, ja, finde ich, wirklich augenfällig ist, was du gerade beschrieben hast, dass wir einfach nicht locker lassen, dass wir immer weniger ausrechenbar werden, weil immer wieder andere sich auch in den Vordergrund spielen und viele Variationen. Und ja, also von daher rundherum zufrieden heute. Tolles Spiel, tolles Publikum. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Nun ist Zeit für eure Fragen. Bitte nutzen Sie das Handmikrofon. Robert, du hast ja ein paar Überraschungen in der Anfangsaufstellung gehabt, dass Jan angefangen hat, dass Danny wieder da war. War das auch, um den Gegner da vor neue Aufgaben zu stellen oder waren es die Trainingsleistungen? Warum diese Personalentscheidungen? Eigentlich mehr von Trainingsleistungen. Jan hat ja auch die anderen beiden Spiele gespielt, 10, 15 Minuten und war letzte Woche super im Training und ich habe ja da zwei super Torhüter, da habe ich keine Angst, dass der eine anfängt oder nicht. Wir können immer wechseln, die sind beide super drauf, die kennen sich und
Da finde ich das nur super, wenn beide das Gefühl haben, die haben Vertrauen, die dürfen spielen, die dürfen zum Einsatz kommen. Das bringt uns nur weiter. Und die sind ja gleich gut und ein bisschen andere Typen her und so, aber als Torhüter ein super Gespann. Und wie gesagt, auch da mit Martin und Danny. Das hat man heute Martin gesehen in der Mitte. Hat ihn gut getan, auf Außen zu spielen und hat ihn ein bisschen locker gemacht und war heute ein super Spiel auf der Mitte gemacht. Und Danny auch, war schön für ihn, erstes Heimspiel, ein paar Tore wie in Vorbereitung. Jetzt haben alle Spieler sind gut drauf. Hatte Ole Ramel eine taktische Anweisung? Also er hat sich auffallend zurückgehalten, hat seine Position gehalten, ist nicht eingelaufen, wurde auch nicht angespielt. War das irgendeine taktische Anweisung oder ist er nicht ins Spiel gekommen einfach? Überhaupt nicht. Noch eine Frage zu Jonas Link. Stranowski hat hervorragend gespielt, Jonas Link relativ wenig. Haben Sie da Begründung? Nein, das war auch, ich weiß, dass Jonas auch gut ist, hat auch die anderen Spieler super auf der Mitte, aber jetzt war endlich Martin auf einem super Niveau, Level. Ich wollte ihn da mehr Spielanteile und ich wollte auch, dass wir diese Hürde, was wir besprochen haben, zweite Halbzeit, dass wir weiterkommen und machen wir diesen Schritt, dann kann man vielleicht noch früher wechseln und so weiter, aber das war einfach, weil das so gut war heute. Herr Andersson, ist das im Moment so ein bisschen Ihr Hauptschwerpunkt als Trainer, dass Sie praktisch zwei Mannschaften bei Laune halten, weil Sie haben ja im Prinzip zwei fast gleichwertige Teams auf der Bank sitzen und spielen natürlich den Gegner damit auch müde, wie man heute gesehen hat, denke ich jedenfalls. Also alle Spieler wollen ja spielen, das ist ja klar, aber ich glaube, in so einer langen Saison kommen alle zum Einsatz und das ist ja auch unser Vorteil. Wir haben also beide aller Positionen zwei Leute besetzt und die sind fast gleichwertig. Wir können immer wechseln und das ist nur für uns ein Vorteil, weil wir können immer unser Spiel machen. In nicht so viele Mannschaften haben vielleicht eine Aufstellung, ein, zwei Spieler, aber wir haben da 14 und das ist nur ein Vorteil. Und Frage natürlich, wird die Saison monoton verlaufen, was den HC Erlangen angeht? Überhaupt nicht. Das wird sehr schwierig. Das sieht man jede Woche Ergebnis. Wir wissen, wir sind gut zu Hause, aber wir wissen auch in zweiter Liga, wie gut die anderen Mannschaften auch zu Hause sind. So, wir müssen immer auf Boden bleiben, jede Woche neue Spiel und für jede Woche anders denken, nicht anders. Wir haben einen super Anfang gehabt, zu null, 4 Spiele, ist super schön, aber wir haben bis jetzt nichts erreicht. Da würde ich gleich mal den Gästetrainer nochmal dazu befragen. Wie schätzen Sie denn die Mannschaft von HC Erlangen ein? Ja, so wie es mein Kollege schon gesagt hat, also in der Breite ist, denke ich, die beste Mannschaft in der Liga, aber die Kunst wird bei ihm liegen, Woche für Woche, speziell auswärts. Die Spiele zu gewinnen auswärts ist Erlangen immer Top-Favorit, so werden sie im Vorfeld deklariert. Das heißt, für alle ist es das Top-Spiel zu Hause. Sie können alle frei, siehe Minden bei uns zu Hause, wir können da wirklich frei reingehen mit Zuschauer im Rücken und dann weiß man nie, was mit den Schiedsrichtern passiert. Beide, Bad Schwartau und Neuhausen, waren enge Spiele für Erlangen, absolut. Also komischerweise dann wirklich auch mit den Fans im Rücken behaupte ich, gewinnen sie das Neuhausen-Spiel. Das hätte auch ganz anders laufen können, auch in Bad Schwartau. Von daher ist es eine hohe Kunst, da den Kader bei Laune zu halten und speziell auswärts zu gewinnen. Aber ich denke, das macht er gut, ist ja ein Erfahrener. Und ich denke schon, dass der Weg da nur über Erlangen in die erste Liga führt und auch der Top-Favorit ist. Hat Ihre Mannschaft ja tatsächlich auch in den ersten 10, 15 Minuten ganz gut mitgehalten. So kann man das ganz klar auch beschreiben.
Ziel war einfach, und das ist dann einfach klarer, wenn es dann mal in die Rückwärtsbewegung geht, verlieren Spieler oft den Plan aus den Augen. Ziel war es, lange Angriffe, clevere Angriffe zu spielen, in Lösungen in der dritten, vierten Option zu suchen. Das haben wir, denke ich, in den ersten Viertelstunden gut gemacht. Und dann irgendwann ist dann so, dass wir in einer einfachen Auftaktbewegungen schon die Abschlüsse suchen. Wir kommen nie in ein Zeitspiel rein, was ja fast schon paradox ist, wenn man da auswärts clever spielen will. Und ja, wenn es dann wirklich, dann geht es schnell, dann bekommt man zweite Welle, Tempo-Gegenstöße, erste Welle, und dann verlieren Spieler den Plan. Und da ist einfach wichtig, dass man dann so Erfahrene hat, wie jetzt ein Pavel, der dann sagt, okay, so Leute, auf das kommt es an, da spielen wir jetzt, und dann sieht es auch wieder gut aus und ergebnisorientiert, und deshalb auch der Sieg heute verdient und auch in der Höhe. Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei den Gästen, wünsche eine gute Heimfahrt und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Tschüss.